Ich bin Christopher Clark, Historiker in Cambridge, geboren in Australien, von Europa aus gesehen am anderen Ende der Welt. Aber der europäische Kontinent mit seiner ganzen Vielfalt war mir immer nah. Auch in meiner fernen Heimat war mir immer bewusst, wie vieles in Europa seine Wurzeln hat. Und das Europa von heute ist eine der größten Errungenschaften der Menschheitsgeschichte. Die große Saga dieses Kontinents will ich erzählen und ihn dabei auch für mich noch einmal neu entdecken. Das sieht gar nicht europäisch aus, werden Sie sagen, aber es gibt auch ein orientalisches Europa. Und das suche ich hier in Istanbul. Istanbul ist die einzige Großstadt der Welt, die auf zwei Kontinenten liegt, dem europäischen und dem asiatischen, auf dem ich hier stehe. Und dazwischen der Bosporus. Geografisch betrachtet ist das alles klar. Aber wo Europa anfängt und wo es aufhört, das ist auch eine Frage des Glaubens. Bis heute. Europa, das ist für viele das christliche Abendland. Aber die Wurzeln dieses Glaubens liegen ohnehin nicht in Europa, sondern im Nahen und Mittleren Osten, im jüdischen Teil Palästinas, in Syrien, Mesopotamien und Ägypten. Und Paulus, der wichtigste Missionar der Urchristen, stammt aus dem mittlerweile türkischen Tarsus. Der europäische Kontinent ist einst von diesem Ort aus, von Byzanz, das später Konstantinopel hieß, tief geprägt worden. Ich bin in der Hagia Sophia, der Kirche der Heiligen Weisheit, die hier seit 1500 Jahren steht. Bevor der Petersdom in Rom entstand, war sie das größte christliche Gotteshaus der Welt und Konstantinopel Hauptstadt des Oströmischen Reiches, das kulturelle Herz Europas. Als die Osmanen 1453 Konstantinopel eroberten, wurde die Hagia Sophia zur Moschee. Aber die Mosaiken aus dem 11. Jahrhundert erzählen noch vom Christentum. Dieser Bau ist heute vor allem ein Museum. Teile werden aber auch wieder als Moschee genutzt. Hier wird einem klar, wie nahe die Religionen eigentlich beieinander liegen und aus welchen Quellen sie gespeist wurden. Übrigens stammen ja auch viele alt- und neutestamentarische Ideen und Quellen aus Mesopotamien, Kleinasien und aus der Levante. Moses 10 Gebote zum Beispiel haben ihren Ursprung wahrscheinlich in Lebensregeln, die er in Ägypten kennengelernt hat. Und die Unsterblichkeit der Seele und das Gottesgericht nach dem Tod gab es im Reich der Pharaonen auch schon. Nicht einmal das Christentum, das Herzstück des Abendlandes, war eine europäische Erfindung. Woher bekam das Christentum seine Kraft, mit der es Europa immer wieder zusammenschmiedete? Die Antwort ist in der Bibel zu finden, bei den Aposteln. Paulus, ein griechischer Jude aus Tarsus, wandelt sich vom erbitterten Verfolger zum entscheidenden Verfechter der Christen. Vergebung und Nächstenliebe führen in den Himmel, so wie von Jesus offenbart. Damit stellt er sich gegen den Geist der Zeit. Statt Verurteilung, Verzeihung. Statt Rache, Gnade. Und Gott ist für alle da, auch für die Armen und Geknechteten. Paulus predigt das nicht nur, immer wieder geht er auf seinen Reisen mit gutem Beispiel voran und stellt sich vor die Schwachen. Auf solchen Straßen und viel öfter noch auf unwegsamem Gelände oder auch per Schiff legte Paulus viele tausend Kilometer zurück. Und er legte damit den Grundstein für eine Weltkirche. Denn sein Christentum war ein Angebot an alle. Tatsächlich fühlten sich anfangs vor allem die Armen und Schwachen angesprochen. Und die Brüder und Schwestern im Glauben hielten zusammen. Manche starben sogar für ihre Überzeugung. Das erstaunte und imponierte. Was als Sammelbewegung der Underdogs begann, ist heute mit 2 Milliarden Anhängern die größte Glaubensgemeinschaft der Welt. Der Aufstieg des Christentums beginnt nicht etwa in Jerusalem, sondern in York in England. Hier wird im Jahre 306 Konstantin der Große zum römischen Kaiser ernannt. Oder besser gesagt zum Viertelkaiser.
Inzwischen teilen sich nämlich 4 Imperatoren das Reich. Sie regieren nicht in Rom, sondern im heutigen Mailand, in Trier, in Sirmium und Izmit. Warum verhilft ausgerechnet Konstantin dem Christentum zum Durchbruch? Wo ist meine Mutter? Dort drüben, Herr. Neben starken Männern stehen oft starke Frauen. Und niemand hat wohl mehr Einfluss als ihre Mütter. Das gilt auch für Helena, Konstantins Mutter. Während Konstantin das Christentum vor allem als Machtfaktor sieht, ist Helena getauft und wirklich überzeugt von der Überlegenheit des Christengottes. Wahrscheinlich ist es die Kaisermutter, die Konstantin den neuen Glauben näher bringt und damit eine europäische Zeitenwende einleitet. Später wird sie von der Kirche zur Heiligen erklärt werden. Und dann hat Konstantin vor einer entscheidenden Schlacht eine Vision. Im Zeichen der Christen soll er in den Kampf ziehen, lautet die Weisung, die er von Gott erhält. So könne er die Feinde abwehren, heißt es laut einer Überlieferung. Konstantin ist damals sicher kein Christ im herkömmlichen Sinn. Erst viele Jahre später, kurz vor seinem Tod, wird er sich taufen lassen. Aber im Zeichen des Kreuzes setzt Konstantin seine Alleinherrschaft durch. Das Christogramm wird zu seinem Markenzeichen. Sein Machtkampf ist der erste Glaubenskrieg, der erste Kreuzzug und der Beginn der folgenreichen Allianz zwischen Staat und Kirche, die bis ins Europa der Neuzeit hält. In der Schlacht an der Milvischen Brücke, wie sie der Maler Raphael dargestellt hat, besiegt Konstantin I. seinen Rivalen Maxentius und wird damit zum alleinigen Herrscher. Gott hat ihm diesen Sieg gebracht, glaubt Konstantin, und bringt aus Dankbarkeit die Christianisierung des Imperium Romanum auf den Weg. Seinen Sieg über den Rivalen feiert Konstantin im Jahr 312 mit einem Triumphzug. Wie einst Caesar, der sich als Halbgott sah, zieht Konstantin in Richtung des Jupitertempels, allerdings unter dem Zeichen des Christengottes. Und anders als sein Vorbild wird er auf halber Strecke demonstrativ kehrt machen. Halt! Dreh um! Aber mein Kaiser, dreh um! Los! Unter den Buhrufen der Menge, die das nicht erwartet hat, fährt er davon. Ein schönes Symbol für das, was man konstantinische Wende nennt. Das Christentum gewinnt jetzt immer mehr an Einfluss und wird ein halbes Jahrhundert später zur Staatsreligion erhoben. Den Konstantinsbogen in Rom lässt der Kaiser zu Ehren des großen Sieges errichten. Ein Symbol für seinen Machtanspruch. Ganz bewusst nutzt Konstantin höchst geschickt die Symbole des Christentums, um seine Herrschaft zu festigen und auf dem Boden der neuen Religion zu legitimieren. Seine Entscheidungen stellt er als Ausdruck göttlichen Willens dar. Und wer will daran schon rütteln? Das ist eine wichtige Wurzel für die spätere Gewalt, die mit christlicher Legitimation in Europa und dann auch außerhalb seiner Grenzen ganze Zeitalter prägen wird. Im Jahr 324 kehrt Konstantin der Große Rom für immer den Rücken. Ihn zieht es an den Bosporus, nach Byzanz. Hier baut er seine neue Hauptstadt, Konstantinopel, das heutige Istanbul. Sie wird zum wichtigsten Zentrum der christlichen Kultur und überstrahlt sogar Rom. Wo heute die Moscheen das Bild beherrschen, lassen Konstantin und seine Nachfolger Kirchen bauen. Von hier aus sollte der Christus Pantokrator, der Weltenherrscher, nach ganz Europa ausstrahlen. Davon künden die Mosaike und Gemälde der Chorakirche. Das eigentliche Zentrum der Christenheit liegt damals im Osten Europas und nicht in Rom.
Aber was wurde aus Rom, aus der ewigen Stadt, wo alles begonnen hatte und die ab dem 5. Jahrhundert immer wieder von den Germanen heimgesucht wurde? Die einstige Weltstadt Rom verkam und verfiel. Überall Ruinen. Was aber mit dem antiken Rom nicht unterging, war das römische Christentum. Die germanischen Stammesführer akzeptierten und übernahmen den Glauben, wenn auch auf einen schlichten Kern reduziert. So wurden die Germanen durch Rom endgültig christianisiert und damit zu Erben des Imperiums. Die Eroberer übernahmen die Staatsreligion des besiegten Rom. Ein tiefer Umbruch und gleichzeitig eine Kontinuität. In Europa ist das kein Widerspruch. Und am anderen Ende des Kontinents, ganz im Westen, ausgerechnet Irland, die grüne Insel am äußeren Rand Europas, nie von den Römern erobert, wird zu einem der wichtigsten Ausgangspunkte für die Christianisierung. Von hier schwärmten schon im 6. Jahrhundert Missionare aus. Aber warum ist das alles von Irland ausgegangen? Der Naturglaube der Kelten und das Christentum treffen sich hier in Irland. Das kann man auch im Book of Kells sehen, ein großartiger Schatz des Mittelalters. Lauter Bilder aus der Natur, traditionelle keltische Motive vermischen sich mit christlichen Symbolen. Es war diese Mischung, die Einfachheit und, nennen wir es, Glaubwürdigkeit einer Religiosität, die sich nicht zu sehr von ihren heidnischen Wurzeln entfernt hatte, die den christlichen Glauben so annehmbar machte. Und die irischen Klöster waren offen für junge Menschen, die hier studieren konnten, ohne gleich Mönche oder Nonnen werden zu müssen. So verschmolzen die religiöse Welt und die Welt draußen. Alles beginnt im 4. Jahrhundert mit einem Mönch namens Patrick, dem Sohn eines römischen Offiziers aus Britannien. Er gilt als der Apostel Irlands. Damals ist Irland noch das Land der Druiden und Heiden. Laut Überlieferung entzündet Patrick zu Ostern 433 auf dem Hill of Slane ein Feuer, das größer ist und länger brennt als das seiner heidnischen Konkurrenz auf dem gegenüberliegenden Hill of Tara, einer alten keltischen Kultstätte. Genau das ist die Strategie des Nationalheiligen der Iren. Mit einfachen Zeichen und Symbolen gewinnt Patrick die Menschen und macht sie zu gläubigen Christen. Die Dreifaltigkeit Gottes zum Beispiel hat er mit Hilfe eines Kleeblattes erklärt. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Heute ist es das nationale Wahrzeichen der Iren. Eine Ikone wie der heilige Patrick selbst. Im 6. Jahrhundert sammeln die Mönche Columban und Gallus in Irland 10 weitere Brüder um sich, in Erinnerung an die 12 Apostel. Der Wanderstab, das Symbol der Pilger, wird zu ihrem Erkennungszeichen. Sie brechen auf, um ihre europäischen Nachbarn auf dem Festland zu bekehren. Für sie ist das ganze Leben ohnehin ein Pilgerweg. Mit den irischen Mönchen gelangt das Christentum von Irland nach Gallien, in die heutige Schweiz, nach Italien und Galizien und später sogar bis nach Island. Überall werden Klöster gegründet. Ein dichtes Netzwerk entsteht in Europa. Allein im Frankenreich veranlasst Columban die Gründung von über 300 Klöstern. In Luxeuil, in den Vogesen, wird die Erinnerung an den Missionar wachgehalten. Wenn Columban und Gallus auf Kultstätten der Heiden treffen, werden sie radikal und berufen sich auf das Alte Testament. Dort heißt es, ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Steinmale zerschlagen. Hier gibt es noch viel für uns zu tun, Gallus. Im Namen Gottes, unseres heiligen Vaters. Musik.
Die Mission der irischen Mönche zeigt nachhaltig Wirkung. So bringen sie auch die Kirchenglocken auf den Kontinent. Bis heute werden die Gläubigen mit dem heiligen Bimbam zum Gebet gerufen. Willkommen! Und immer mehr Heiden lassen sich zum christlichen Glauben bekehren. In der Zeit der Völkerwanderung brachen viele staatliche Strukturen zusammen. Die einzige Institution, die in Europa eine gewisse Ordnung schaffte und garantierte, war jetzt die Kirche. Da ging es nicht nur um Glauben. Sie wurde zu einer organisierenden Kraft im Leben der Menschen. Auf diese Weise konnte das Christentum seine Macht und sein Ansehen vergrößern. Und so entstand im 6. bis 10. Jahrhundert etwas völlig Neues. Die Klöster werden jetzt zu Keimzellen der christlichen Kultur Europas. Gallus lässt sich in der Nähe des Bodensees nieder, in der heutigen Schweiz. Die Stadt St. Gallen ist nach ihm benannt. Über seinem Grab wird hier 100 Jahre später ein Kloster errichtet, das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Und die Klöster prägen nicht nur den Glauben. Ihre Bibliotheken sind die neuen Wissenszentren Europas. Auch das antike Wissen der Griechen und Römer wird hier bewahrt, obwohl die Autoren aus der damaligen Sicht ja Heiden waren. Die alten Schriften werden in eine neue Zeit herübergeholt. Man könnte sogar von einer Rettungsaktion für das Weltkulturerbe sprechen. Dieser Respekt vor dem Überlieferten wird zu einem entscheidenden Wesensmerkmal der europäischen Kultur. So werden Klöster und Kirchen im Mittelalter zu Kristallisationspunkten der europäischen Zivilisation. Und sie prägen die Landschaften, stehen im Zentrum alter und neuer Dörfer und Städte. Die Form mag sich unterscheiden, aber die Kirchtürme sind ein Markenzeichen Europas. Auch heute ist die tiefe Prägung durch das Christentum überall in Europa zu spüren, auch hier in Reims. So vieles, von der Musik über die Literatur bis hin zu den großartigen Kirchenbauten, wurde über Jahrhunderte zum Lobe Gottes geschaffen. Reims mit seiner berühmten Kathedrale ist so etwas wie der Geburtsort des christlichen Europas. Denn hier ließ sich der Frankenkönig Chlodwig aus dem Clan der Merowinger taufen. Zum Dank dafür, dass er die Alemannen besiegt hatte. Noch in der entscheidenden Schlacht soll er ausgerufen haben: Jesus Christus, gewährst du mir jetzt den Sieg über diese meine Feinde, so will ich an dich glauben und mich taufen lassen auf deinen Namen. Das Ereignis dieser feierlichen Taufe an einem Weihnachtstag um das Jahr 500 beeindruckte die Menschen der damaligen Zeit tief. Mit Chlodwig ließen sich noch 3000 Krieger taufen, die zunächst stellvertretend für das ganze fränkische Volk den christlichen Glauben annahmen. Damit war tatsächlich der Grundstein für das spätere Riesenreich Karls des Großen und damit für das christliche Europa gelegt. Natürlich verbreiten Chlodwigs Nachfolger mit dem Glauben auch gleich ihre Macht. Dabei geht vor allem Karl der Große wenig zimperlich vor. Er setzt nicht auf Nächstenliebe, sondern auf die Schwertmission, der Tausende zum Opfer fallen. Vor allem die Sachsen, deren Widerstand Karl mit großer Gewalt bricht. Sie werden zwangschristianisiert. Aber dann sind zum ersten Mal seit dem Untergang des Römischen Reiches weite Teile Westeuropas vereint, auch im Glauben. Aus dem Frankenreich gehen später Frankreich, Deutschland und die Benelux-Staaten hervor, die Kernstaaten der heutigen Europäischen Union. Deren Beamte scheinen sich einiges bei Karl abgeschaut zu haben. Der Kaiser erlässt die erste Landwirtschaftsverordnung Europas.
Sie schreibt vor, welche Heil- und Nutzpflanzen in seinem Reich angebaut werden und welche Qualität sie haben müssen. Und alles wird streng kontrolliert auf den Märkten im Reich. Einheitliche Gewichtsmaße gibt es jetzt und eine gemeinsame Währung, den Karlsdenar. Wie viel für alle? Nur ein Denar. Der Denar ist Zahlungsmittel auch außerhalb des Frankenreiches, sogar in England. Eine Währungs- und Wirtschaftsunion vor 1200 Jahren. Kein Wunder also, dass Karl heute als Vater Europas gefeiert wird. Seine Hauptstadt Aachen gilt als Rom des Nordens. Unter Karl erleben Kunst und Kultur eine neue Blüte. Es ist die Zeit der karolingischen Renaissance. Viele Gelehrte aus ganz Europa holt Karl der Große an seinen Hof. Seine Hofschule wird zum Zentrum der Gelehrsamkeit in Dichtung, Theologie und Geschichtsschreibung. Es entsteht ein gemeinsames Gedächtnis. Karl erschließt den Germanen die Antike. Auch die Schrift wird weiterentwickelt. Die karolingische Minuskel ist die Grundlage für unsere Times-Schriftart, die wir heute noch verwenden. Aber Karl will eben nicht nur Frankenkönig sein. Er hat größere Pläne und will die Macht der Franken für alle Zeiten sichern. Im Herbst des Jahres 800 zieht er mit einem großen Tross über die Alpen nach Rom. Sein Ziel ist die Peterskirche, die einmal dort stand, wo sich heute die Kuppel des Domes erhebt. Am Weihnachtstag wird ihn hier der Papst zum Kaiser krönen. Ein Schauspiel von historischer Dimension. Karl der Große trägt das Purpurgewand der antiken römischen Kaiser. Ein Germane tritt das Erbe der Imperatoren an und begründet das mittelalterliche Kaisertum Westeuropas. Der Kaiser als Erneuerer des Römischen Reiches und Beschützer der Heiligen Römischen Kirche. So sagt es die Eidesformel. Und auch in den kommenden Jahrhunderten werden hier in Rom christlich-römische Kaiser gekrönt. Doch die Franken sind nicht die einzigen, die ihren Glauben in Europa mit dem Schwert verbreiten. Außer dem christlichen entsteht im Mittelalter auch ein islamisches Abendland. Im April des Jahres 711 landen die muslimischen Mauren von Nordafrika aus an der Südspitze Spaniens. 7 Jahre später ist fast die gesamte iberische Halbinsel erobert. Über das Pyrenäengebirge dringen die Invasoren tief ins Frankenreich vor, bis nach Tours. Die Franken rufen die Europäer zum Widerstand auf und wollen die Eroberer stoppen. Karl Martell, ein erfahrener Stratege, führt die Streitmächte der Franken, Langobarden und Aquitania als Heerführer an. Die arabischen Krieger sind gefürchtet. In den Jahrzehnten zuvor haben sie den Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika erobert. Aber Karl Martell hat seine Männer eingeschworen, unbedingt die Linien geschlossen zu halten. Der Angriff auf Europa, zu dem die Schlacht später hochstilisiert wird, kann abgewehrt werden. Aber auf der iberischen Halbinsel können sich die Mauren halten und errichten das islamische Reich Al-Andalus, das fast 800 Jahre den Südwesten Europas prägt. Córdoba wird zur Hauptstadt ausgebaut. Um die Jahrtausendwende ist die Kalifenresidenz die bedeutendste Metropole des Abendlandes. Eine Megacity mit 500.000 Einwohnern. Die Moschee, die sie auf den Trümmern eines römischen Tempels und einer christlichen Kirche errichten, ist damals das größte Gotteshaus der Welt. Inzwischen ist sie wieder eine christliche Kathedrale. Typisch Europa, dieses Hin und Her. Gehört der Islam zu Europa?
Jedenfalls ist er Teil der Geschichte dieses Kontinents und zeitweise ein sehr prägender. Das islamische Spanien des Mittelalters wurde zur Schnittstelle zwischen den großen Akademien des Nahen Ostens und dem Westen des europäischen Kontinents. In großen Forschungszentren wie Bagdad, ein echtes Treibhaus islamischer Wissenschaft, waren die Gelehrten längst zu neuen Ufern aufgebrochen. Nicht nur, dass sie wichtige Schriften der alten Griechen übersetzten und analysierten, sie experimentierten auch und beriefen sich dabei sogar auf den Koran. So kam das Wissen aus der arabischen Welt auf den europäischen Kontinent. Fast ein Jahrtausend lang war der Islam eine kulturell bestimmende Macht in Europa. Die Alhambra in Granada ist ein eindrucksvolles Symbol dafür. Die Weltoffenheit der Kalifen zieht damals Gelehrte aus ganz Europa und aus dem Orient an. Und so entsteht genau hier im Süden des Kontinents etwas für die damalige Zeit Erstaunliches. Muslimische, jüdische und christliche Wissenschaftler schieben gemeinsam ein Projekt an. Die von den Arabern gesammelten Schriften der Antike, wie die von Aristoteles, werden mit Hilfe von jüdischen Gelehrten ins Lateinische übersetzt und so für das christliche Europa verständlich gemacht und für kommende Generationen erhalten. Damals zeigt es sich, das Zusammenspiel von arabischer und hebräischer Sprachkultur, von christlichem und jüdischem Geist, kann äußerst fruchtbar sein. Das kann man lernen aus dem goldenen Zeitalter von Al-Andalus. Europa hat also von der muslimischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel durchaus profitiert. Die europäische Lust am Weiterforschen durch Experimente hat ihre Wurzeln wohl auch in dieser Zeit. Aber dann ist plötzlich alles zu Ende. Die Alhambra in Granada war die letzte Bastion der Mauren in Spanien. Der letzte Emir, der in diesem prächtigen Gemäuer geherrscht hatte, musste 1492 den Schlüssel an die spanische Königin Isabella von Kastilien übergeben. Den von den Spaniern unterworfenen Mauren wurde zwar Glaubensfreiheit zugesichert, aber die Toleranz wurde bald von religiösem Eifer abgelöst. Seit dem ersten Kreuzzug hatte sich in Europa ein Geist der Eroberung und Verfolgung ausgebreitet. Aus Clermont in der französischen Auvergne kam das Staatssignal, als Papst Urban II. Eine Synode gegen Sittenlosigkeit und Unglauben einberief und dabei die Gläubigen zur bewaffneten Pilgerfahrt nach Jerusalem aufforderte. Der Zugang zu den heiligen Städten war immer schwerer geworden. Gott will es, verkündete Papst Urban. Seinem Ruf folgten Tausende, Adlige, Ritter, Bauern, alle getrieben vom päpstlichen Versprechen auf himmlischen Lohn und Vergebung der Sünden. Das Morden fing schon in Europa an. Zu den ersten Opfern des Kreuzzugs zählten die Juden in Städten wie Mainz und Speyer. Dort waren jüdisches Leben, die Kultur und der Glaube der Juden fester Bestandteil. Ihre Viertel und Märkte prägten das Bild der Städte. Sie trieben Handel oder waren Kunsthandwerker. Es war gewissermaßen ein goldenes Zeitalter jüdisch-christlichen Zusammenlebens in Westeuropa. Die jüdischen Gemeinschaften standen unter dem Schutz der jeweiligen Herrscher. Sie hatten ihre eigene Verwaltung. Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens war die Synagoge. Die Synagogen waren Zentren des Geistes und der Tradition. Und nun, während der Kreuzzüge, galten die Juden wieder einmal als Feinde Christi, als die Ungläubigen Europas. Schreckliche Pogrome waren die Folge. Tausende Juden wurden umgebracht oder wählten den Freitod. Hier kündigte sich der Judenhass folgender Jahrhunderte an. Ein langer Schatten auf der europäischen Geschichte. Dabei sollten die Kreuzfahrer die Grabstätte Christi doch eigentlich aus der Fremdherrschaft anderer sogenannter Ungläubiger befreien.
Im Juni 1099 erreichte das christliche Heer nach 3 Jahren sein Ziel, Jerusalem. Die Stadt mit den wichtigsten Heiligtümern der Christenheit wird damals abwechselnd von gegnerischen Mächten beherrscht, unter denen die Nicht-Muslime immer wieder zu leiden haben. Die Kreuzritter wollen Jerusalem für das Christentum zurückerobern. Was folgt, ist ein blutiger Belagerungskampf mit vielen Verlusten. Tausende Muslime und Juden werden von den christlichen Kreuzfahrern auf grausame Weise getötet. Auf den zerstörten Moscheen und Synagogen werden die Kirchen der Christen errichtet. Der erste Kreuzzug ist nur der traurige Anfang. 4-mal machen sich die Europäer mal plündernd, mal brandschatzend auf den Weg ins Heilige Land. Bis heute ist Jerusalem ein Zankapfel der 3 monotheistischen Weltreligionen. Und für Jahrhunderte belasteten die Kreuzzüge die Beziehung zwischen Orient und Okzident, zwischen Muslimen und Christen. Dann schwingt das Pendel in die andere Richtung. Im Jahr 1453 fällt Konstantinopel den Anstürmen seiner Gegner zum Opfer. Das Zentrum der Christenheit im Osten wird von den Osmanen angegriffen. Die Stadt wird geplündert, die Eroberer dringen auch zur Hagia Sophia vor, in die sich viele Einwohner geflüchtet haben. Wieder geschieht ein Blutbad. Doch der Fall von Konstantinopel bedeutet nicht das Ende der Christenheit im Osten Europas. Längst hatte es von hier aus seinen Weg nach Norden genommen und fand nun dort sein neues Zentrum. Ich bin auf dem Weg zum Höhlenkloster von Kiew, gegründet im Jahr 1051, ein symbolischer Ort. Der Patriarch von Moskau hält hier regelmäßig Gottesdienst, so auch heute. Die Frömmigkeit der Ostkirche ist geprägt durch feste Formen. Der Gottesdienst, die Liturgie und die Sakramente dürfen nicht verändert werden. Den Papst lehnten die Gläubigen immer ab. Sie tun's auch heute noch. Kirchen sind für diese orthodoxen Christen der Aufenthaltsort Gottes, sonst nichts. Es gibt keine Orgel, nur Gesang. Kiew war das erste Zentrum des russischen Christentums, auch Jerusalem des Ostens genannt. Aber im 14. Jahrhundert schwang sich Moskau dazu auf, religiöses Zentrum für das orthodoxe Christentum zu werden. Byzanz hatte man seit Kaiser Konstantin als das zweite Rom gesehen. Im 15. Jahrhundert, nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen, wurde Moskau zum dritten Rom. Treti Rim, das dritte Rom. Damit war nicht nur religiöse Autorität, sondern zunehmend politische, imperiale Macht gemeint. Und die russischen Herrscher nannten sich ja auch Cäsaren, Zaren, also Kaiser. In dieser Tradition sind sie auch Verteidiger des christlichen Glaubens gewesen. Und die westliche Christenheit? Im 14. Jahrhundert gibt es 2 Päpste, einen in Rom und einen in Avignon in Südfrankreich. Zeitweise sind es sogar 3. Sie streiten sich um den Stuhl Petri. Macht und Reichtum scheinen sie mehr zu interessieren als das Seelenheil der Gläubigen. Kritiker stellen jetzt die mittelalterliche, von Kaiser und Papst dominierte Ordnung Westeuropas immer mehr in Frage. Und viele Gläubige wenden sich von ihrer Kirche ab. In einer Zeit von Hunger, Pest und Zwietracht gibt ihnen die Papstkirche, die vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, weder Halt noch Hoffnung. Hier in Prag nimmt eine neue Bewegung ihren Anfang. Allen voran ist es der Priester und Theologieprofessor Jan Hus, der zum prominenten Kritiker der alten Machthaber wird. Hus ist hoch angesehen. Er ist Rektor der renommierten Karls-Universität. In seinen Vorlesungen und Predigten geht er mit der Kirche hart ins Gericht und begeistert immer mehr Menschen. Er spricht dabei in der Sprache des Volkes, nicht in Latein. Und das kommt an. Nun sage ich euch, unsere Kirche
braucht keinen Papst. Überhaupt nicht. In der Bibel steht nirgendwo, dass sie ein Oberhaupt braucht. Unser Glaube wird viel besser geführt. Durch euch. Immer wieder prangert Jan Hus die Praktiken der Papstkirche an, die seiner Meinung nach aus den Hüllenängsten der Menschen Kapital schlägt. Die Kirche verspricht euch Seelenheil für den Kauf von Ablassbriefen. Dabei will sie nur ihre Schatullen füllen. Ja, er hat recht. Hier ist einer von ihnen. Er hält die Schatulle in seinen Händen. Nichts unterscheidet die Kirchenfürsten mehr von weltlichen Herrschern. Hus prangert das an, wie vor ihm schon der Engländer John Wycliffe. Mit Jan Hus verbreitet sich die Erkenntnis, dass nur Gott allein Sünden vergeben kann, in ganz Europa, auch wenn seine Bücher verbrannt werden. Der Kaiser zitiert Hus, den Unruhestifter, nach Konstanz. Mit einem Konzil will er die Spaltung der Kirche überwinden und den Ketzer zum Schweigen bringen. Nach wochenlangem Verhören und Folterungen endet Jan Hus wie seine Schriften im Feuer. Doch seine Ideen sind nicht tot zu kriegen. Der Petersdom ist die steingewordene Macht der Papstkirche. Aber gerade zu der Zeit, als man den Petersdom vollendete, brach in West- und Mitteleuropa die Reformation aus. Die Macht der Päpste begann zu wanken. Die Reformation hat Rom zwar nicht erreicht, aber Europa doch gespalten. Martin Luther hat einen revolutionären Begriff geprägt, die Priesterschaft aller Gläubigen. Der Buchdruck machte die massenhafte Verbreitung von Ideen möglich. Wo die Reform um sich griff, entglitt die Heilige Schrift der Deutungshoheit der alten Kirche. Martin Luther vollendet auf seine Weise, was Hus begonnen hat. Allein der Herr im Himmel kann die Menschen erlösen, nicht seine selbsternannten Stellvertreter auf Erden. Eine Kampfansage an Kaiser, Papst und Kirche. Luthers Thesen werden jetzt tausendfach nachgedruckt. Die Reformatoren lassen sich nicht mehr so leicht mundtot machen. Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche, fürs Volk. Auf seiner Seite steht eine breite europäische Öffentlichkeit, die jetzt die Bibel selbst lesen kann oder sich vorlesen lässt. Zu Luthers Anhängern gehört anfangs auch der Franzose Johannes Calvin. Weil Protestanten in seiner Heimat bald verfolgt werden, flieht er in die Schweiz. Wie für Luther zählt für ihn nur das Wort der Bibel. Obwohl er nie Theologie studiert hat, entwickelt er die Ideen des deutschen Reformators auf seine Weise weiter. Calvin ist strenger als Luther. Tugenden wie Sparsamkeit und Arbeitsdisziplin nimmt er besonders wichtig. Der Protest gegen die Papstkirche spaltet den Kontinent über Ländergrenzen hinweg. Es ist endgültig vorbei mit der Einheit des christlichen Abendlandes. In der Bartholomäusnacht des Jahres 1572 werden die Pariser Protestanten niedergemetzelt, auf königlichen Befehl. Das Massaker ist Auftakt einer landesweiten Mordwelle, die mehr als 10.000 Opfer fordert. In Frankreich setzen die katholischen Könige ihren Glauben durch, mit Gewalt. In 1618 beginnt der bis dahin grausamste Konflikt in der Geschichte des Kontinents. Der 30-jährige Krieg, der die Länder Europas in Lager spaltet. Es geht längst nicht mehr um den Glauben, sondern um Macht über die Konfessionen hinweg. Im Namen Gottes kämpfen die Anhänger der unterschiedlichen Bekenntnisse um die Vorherrschaft in Europa, Christen gegen Christen. Es ist eine der größten Tragödien des Kontinents, übertroffen nur von den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts.
Die europäische Urkatastrophe im Kampf um Religion und Macht fordert 6 Millionen Opfer. Drei Jahrzehnte lang wird die Mitte Europas zum Schlachtfeld. Erst dann setzt sich die Vernunft durch. In der westfälischen Provinz wird Weltgeschichte geschrieben. Um 1645 kommen erste Gesandte der Konfliktparteien nach Osnabrück und Münster, um einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu finden. Jetzt schlägt die Stunde der Diplomaten. Fast alle europäischen Großmächte sind vertreten. Es ist der erste gesamteuropäische Friedenskongress der Geschichte. Ein jahrelanges Experiment mit ungewissem Ausgang. Keiner will zu kurz kommen, alle wollen eine gute Figur machen. Kompromisse sind nicht einfach zu erreichen. Das muss erst noch gelernt werden. Im Mai 1648 gelingt Abgesandten aus Spanien und den Niederlanden der Durchbruch nach 3 Jahren Verhandlung. Im Rathaus von Münster unterzeichnen sie als Erste den Westfälischen Frieden. Ihrem Beispiel folgen in den nächsten Monaten auch die anderen Mächte. Hier ist sie, die Geburtsurkunde der modernen Diplomatie. Der große Krieg wurde nicht durch einen Sieg, sondern auf dem Verhandlungsweg beendet. Und hier sieht man, das ist hier der Friedensvertrag. Und hier sieht man die Siegel der Vertreter der unterzeichnenden Staaten. Dort der Unterhändler Vollmer, der Unterhändler des österreichischen Kaisers. Hier oben Brandenburg, Sachsen, Bamberg, Frankfurt, ganz Mitteleuropa ist hier vertreten. Aus Todfeinden wurden Partner einer nunmehr gleichberechtigten Staatengemeinschaft. Das sind ja auch die Wurzeln des Völkerrechts, wie es noch heute, knapp 370 Jahre später, gilt. Der Westfälische Frieden markiert aber noch eine andere Zäsur, zumindest im Westen Europas. Die Europäer werden in den Zeiten, die dann kommen, zwar weiter Kriege gegeneinander führen, aber im 17. Jahrhundert setzt sich langsam die Erkenntnis durch, dass man Politik und Religion besser trennen sollte. Ein weiteres Kapitel der Europasaga. Zu der Sendereihe sind das Buch und demnächst die DVD im Handel und im ZDF-Online-Shop erhältlich.